Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück in Medieval Dynasty. Ich bin die Maritzel und wir befinden uns hier in unserem Dorf und ich habe gerade eben Bretter hergestellt, denn es ist tatsächlich wichtig, wir hatten das im letzten Video festgestellt, dass das Lager für die Küche, das Lager 2, fertiggestellt werden muss. Und das werden wir jetzt mal angehen. Das ist wirklich jetzt ganz dringend. Ich habe Bretter gebraucht, alles andere war vorhanden, aber keine Bretter. Zumindest nicht so viele und die wollte ich nicht aus dem Lager nehmen, damit die weiter arbeiten können. Also habe ich mir gedacht, ich stelle welche her. So, und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das hier auf die Reihe kriegen jetzt hier. So, das haben wir schon mal. Wie sieht das hier aus? Komme ich da? Oh, ja, ich komme ran. Gut. Ist gar nicht so einfach, das immer so zu erwischen, ne? Sonst muss ich das versuchen, von außen zu machen. Da habe ich immer so ein bisschen Probleme, das hier immer so zu... Jetzt. So. Und da ist noch was offen. Da komme ich bloß nicht so dran, wegen dem Boden hier. Also gehen wir mal raus. Schauen, ob ich da rankomme. Ja, genau hier. Das müsste doch irgendwie machbar sein. Das wird schwierig. Ist es auch nicht so gut zu sehen. Diese Perspektive, die ist, ja, jetzt ist das auch sehr hoch, weil es auf dem Steinhaufen drauf steht, also auf einem hohen Fundament. Ich vermute mal, ich komme da nicht ran. Bei den anderen Häusern bin ich von außen immer gut rangekommen, aber hier ist das... verzwickt. Nee, das wird nicht. Da muss ich mir was einfallen lassen. Ich würde sagen, ich werde den Holzboden hier nochmal wegnehmen müssen, sonst wird das nicht. Ja, nicht der ganze Holz, sondern der Innenbereich. Geht das nicht nur der Boden? Das ist doch... Naja. Aha, das war's. Das ist halt nun mal so. Jetzt war das halt alles zusammen. Jetzt muss ich gucken, dass ich das hier oben erstmal hinkriege. Jetzt ist das schon wieder zu. Jetzt haben wir zumindest die Wand. Jetzt ist nur noch das Dach da oben. Ach Gott, nee. Da kann man nicht hochsteigen irgendwie. Das ist also echt verzwickt. Komme ich hier von hier aus irgendwie ran? Nee, hier ist immer der hölzerne Innenbereich im Weg. Genau wie vorhin schon. Auch nicht irgendwie schräg. Jetzt versuche ich es doch nochmal von außen. Das muss doch irgendwie gehen. Jetzt. Na. So, fehlt jetzt noch was oder ist das jetzt fertig? Es ist fertig. Mensch, bin ich jetzt froh. Jetzt habe ich es doch geschafft. Gut. Dann ist das in Ordnung. Da haben wir jetzt das Lager Nummer 2. Na also, wer sagt's denn? So, habe ich hier im Umfeld noch ein Gebäude, was ich angefangen hatte. Ja, hier vorne. Das Wohnhaus hier ist noch nicht fertig. Da werde ich auch mal gucken, dass wir das vielleicht jetzt mal machen. Natürlich fehlen jetzt Holzstämme. Ja, das war sowas von klar. Okay, dann müssen wir noch mal gucken, ob es Holzstämme hätte, aber ich denke mal schon. So, gehe ich noch mal kurz hier ins Lager rein. So, haben wir Holzstämme. Brennholz ist nicht viel da, da darf ich nicht mehr weiter runterstellen. Ganz, ganz wichtig. Das muss ich im Auge behalten, das muss ich gegen Ende des Herbstes noch mal weiter hochstellen wieder. Jetzt ging es, na gut, Stöcke habe ich ja jetzt eine ganze Menge gesammelt. Oh, es sind nicht mehr allzu viele Stämme da. Dann nehme ich nicht alle mit. So, ich hoffe, dass die reichen. Ich weiß es nicht, wird sich zeigen.
Aber es wäre gut, wenn wir das Wohnhaus noch fertig kriegen. Dann sind die geplanten Häuser, glaube ich, jedenfalls alle fertig. Ich muss noch mal hinten bei der Landwirtschaft gucken, ob ich da noch ein offenes habe. So, jetzt werden wir das eben hier schnell hochziehen, sofern das möglich ist. Aha, jetzt fehlen Steine. Na, die muss ich mir dann nur noch holen. Das mache ich auch als volle Wand hier. So, und hier setzt man natürlich ein Fenster ein, wie vorgeschlagen. Und hier entsteht auch wieder eine volle Wand. Ah, jetzt habe ich den nächsten Hammer. Der hat einen Geist aufgegeben, den ich die ganze Zeit verwendet habe. Ja, ewig halten die ja auch nicht, ne? So, jetzt bin ich auch überlegen, hier mache ich noch ein Fenster rein. Und hier eine volle Wand. Hier vorne geht auch ein Fenster rein. So. Und das ist jetzt die Wand mit der Tür. Okay. Hat er hier hinten das nicht richtig erwischt? Ah, hatte ich nicht. So. Das habe ich jetzt schon mal. Jetzt hole ich mir erstmal die Steine. Wieso habe ich denn schon wieder eine Fackel? Bin ich aufs F gekommen anscheinend? Ja. Kann ja nie anders sein. Es ist ja helllichter Tag, da brauche ich doch keine Fackel. So, gucken wir mal, aber. Steine noch ein paar über haben. Ich hatte ja da einige gesammelt auch. Ja, sind noch ein paar da. Na, guck mal an. Dann nehmen wir uns mal ein paar mit. So, da wollen wir mal schauen, ob wir das Haus fertig kriegen. Ich denke schon, dass ich das hinkriege jetzt. Das meiste andere Material hatte ich eigentlich einstecken. Das werden wir gleich feststellen. So, jawohl. Jetzt werden überall nur noch die Steine hinzugefügt und dann sind die Wände soweit fertig. Ah, es fehlt schon wieder Steine. Oh, das wird aber auch viel Stein gebraucht. Da muss ich doch mehr mitnehmen. Ich vermute mal, da werde ich wohl bald wieder. Schauen, also ich muss eine zweite Grabhütte bauen. Da werden zu wenig Steine gesammelt. Ich hatte dem schon beauftragt, das höchstmögliche an Steinen zu sammeln. Das habe ich schon eingetragen und das reicht aber einfach nicht. Ich habe aber auch sehr viel gebaut. Da muss ich nachhelfen. Da muss ich nochmal auf Stein sammeln gehen. Kalkstein brauche ich nicht, nein. Die hier, die brauche ich. Die nehme ich mir jetzt alle mit und den Rest schmeiße ich zurück, damit die arbeiten können. Jetzt nehme ich erstmal mit, was ich brauche. So. Und zwar so viel wie geht. So langsam füllt sich jetzt die Fläche hier mit Häusern. Es wird schön. Es wird langsam richtig bewohntes Gebiet. Ich werde erstmal die Giebelwände machen hier. Na, jetzt haben wir's. Okay. Jetzt haben wir sie. So. Der Dachboden. So, hier kann man aber schön zwischendurch noch das Dach erwischen. Das weiß ich aus Erfahrung mittlerweile. Da war es doch schon. Ja, das sind so ganz kleine Tricker nur. Man muss ganz genau den Tricker erwischen, damit man das bauen kann. So. So, das Haus ist fertig. Na, also, habe ich was einstecken, was ich da schon reinpacken kann? Weiß ich jetzt gerade nicht. Da muss ich mir erst mal gucken.
Fischfilet kann ich reintun. Ja, da ist dann schon mal zu essen drinne. Da muss ich noch Brennholz und Wasser reinpacken. Und das habe ich jetzt natürlich nicht dabei. Okay, dann müssen wir das holen. Hammer weg. So, erstmal was trinken. Ich sehe gerade, die hat ja Durst ohne Ende gehabt, gerade eben. Und es ist auch schon wieder dunkel geworden, unfassbar. Wie schnell das immer alles geht, das ist also nicht normal, finde ich. Ich finde, die Zeit vergeht ein bisschen zu schnell hier. Da ist schon wieder ein Tag weg und du hast im Prinzip gar nichts geschafft. Und das finde ich nicht so toll. Jetzt werde ich einfach mal, ich mache jetzt hier nicht weiter, ich will hier keine Nachtschicht schieben. Jetzt werden wir erstmal bis zum nächsten Tag schlafen. So. Okay, wir haben Sonnenschein, das ist ja schon mal klasse. Ist ein richtiger Glücksfall. Ein Herbsttag, wie im Buche steht. Es ist windig, wie man sieht. Und diesig, aber die Sonne scheint. Interessant. Ja, hier, von den Zweigen könnte man mal was wegnehmen hier. Das wuchert sonst alles zu hier, das will ich nicht. So, wenn wir die schon mal mitnehmen hier wieder. Die großen Birken lasse ich natürlich stehen, ganz klar. Aber die anderen hier, die brauchen jetzt nicht nachzuwachsen. Das ist nicht unbedingt nötig, damit ich den Platz hier ausnutzen kann. Na gut, man kann Bäume fällen. Die kann ich stehen lassen. Die darf ruhig mal wachsen. So, ich würde sagen, jetzt will ich mal gucken gehen, ob wir vorne vor unserem kleinen Hauptort eventuell Leute haben, die wir einstellen können. Ich brauche ja noch einen Holzhacker. Oder Holzfäller, nicht Hacker. Einen Holzfäller brauche ich. Und da will ich mal eben gucken gehen, ob wir das Glück haben, dass wir da vorne jemanden finden. Die Wohnung, ach so, ich muss ja noch die letzte Wohnung, die ich fertiggestellt habe, fertig bestücken mit Brennholz, stimmt. Und da muss auch noch Feuerholz rein. Da waren auch noch Pilze. Aber ja, unsere Kompostkästen sind voll. Da brauche ich mich jetzt nicht weiter um sowas zu kümmern. Steine werde ich wahrscheinlich noch mal mit sammeln müssen. Und dann gucken, dass ich eine weitere Sammelhütte baue. Das sind nur Frauen hier. Ich wollte nicht noch mal eine Frau als Holzhacker einstellen. Aber vielleicht ist jemand dabei, der nähen kann. Wieso stehen die hier alle? Ah, alle stehen sie nicht. Okay. Da will ich mal gucken, wie das hier ausschaut. Sie ist 30. Eine 2 könnte man einstellen. Dort ist jemand 29. Das ist nicht so gut in der Bewertung. Jetzt muss ich mal schauen, wie ist das hier? Die hat auch eine 1 im Werkeln. Nee, das ist nichts. Und du? Oh, ach, die haben. Ach, da hinten links, die hat eine 3 im Werkeln. Moment mal. Die spreche ich jetzt mal an. So, da unterhalten wir uns mal ganz kurz. Worin bist du besonders begabt? Ach, eine Jägerin. Nee. Jäger habe ich jetzt genug. Hast du mit irgendwas Schwierigkeiten? Hacken und Schürfen? Nee, das brauchst du nicht. Ich wollte dich eigentlich in die Näherei packen. Ich kann gut mit Menschen umgehen. Sie scheinen sich sogar von meinen merkwürdigsten Ideen überzeugen zu lassen. Das nutze ich zu meinem Vorteil. So. Zurück. Die gucke ich mir jetzt erst noch mal genau an. Die Bewertung. Ja, die hat eine 3 im Werkeln. Die nehme ich mit, die stecke ich in die Nähstube. Fertig. So, dann haben wir sie. Nisibutka. Das ist auch ein interessanter Name. Nisibutka. 20 ist sie. 20. Da werden wir mal gucken, dass ich sie einstelle in der Näherei.
Und ich muss schauen, wo ich sie wohnen lasse. Das ist auch mal. Ah, unser Fischer schon wieder hier auf dem Weg hier rechts. So. Dann werde ich die in die Näherei tun. Da haben wir die dann besetzt. Arbeit gibt's genug. So. Ja, und Wohnung sollte ich eigentlich auch haben. Hier ist die Näherei Nummer 1 und daneben die Näherei Nummer 2. Gucken wir mal. So, jawohl. Da werden wir sie einstellen. Die Nisibutka. So, die hätten wir schon mal drin. Die Arbeit war ja eingestellt. Dann kann sie dann sich hier schon mal beschäftigen. Jetzt muss ich gucken, wo ich sie wohnen lasse. Ist das hier voll? Da wohnt eine Frau drin. Okay, das ist dann nix. Ich glaube, hier vorne war voll. Ja. Da werde ich mal die anderen Häuser gegenüber schauen. Die hatte ich zum Schluss irgendwie fertiggestellt. Da könnte eventuell auch noch eine gute Gelegenheit sein, sie... Ja, siehst du, hier. Hier werde ich sie reinstecken. So. Nisibutka, das ist so ein Name jetzt wieder. Okay. Gut, sie hat Wohnung und Arbeit. Das hätten wir erledigt. Holzfäller war nicht dabei. Da muss ich wahrscheinlich in den Nebenort marschieren. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Ich glaube nicht mehr so viel. Ich muss mal schauen, wie sieht das jetzt hier aus. So, jetzt haben wir hier noch viel Platz. Dann kann ich noch ein, also reinstecken, was da rein kann. Die Kräuter behalte ich jetzt erstmal, aber ich hatte doch hier noch irgendwie rote Beete, ja genau hier. So, die gehen da rein und die auch hier. Okay. Steinpilze habe ich noch, die können auch rein jetzt. Das ist prima. So. Ja, ein Verdorbenes kommt auch leider Gottes da rein. Was ich nie verstehen werde, dass man das so macht. Und die Zwiebeln können rein. Die sind nämlich auch nicht mehr reingegangen. So, jetzt ist erst das, was geerntet worden ist, alles drin. Wo kommt das rein? Materiallager, okay. Ach, die Kräuter, die kommen auch ins Materiallager. Stimmt. Habe ich hier noch was? Den Käse behalte ich. Wenn ich unterwegs bin, ist das immer gut. So, da werde ich nochmal eben schnell zum Materiallager rüber gehen, ganz genau. So, jetzt können wir hier ordentlich Nahrungsmittel unterbringen. Das ist sehr gut, denn wir sind ja mittlerweile doch ein ganz Teil Leute. Und hier schmeiße ich jetzt noch rein, was reingehört. Die Bretter gehen zurück, jawohl. Was haben wir hier noch? Der Flachs kann hier rein. Ja. Die Gänseblümchen können auch rein. Das Johanniskraut kann rein. Die Holzschale kann rein. So. Was haben wir hier noch? Kupferpfeile. Die wollte ich verkaufen. Die habe ich ja einkassiert wieder unterwegs. So. Das ist auch in Ordnung. Ich muss mir bald einen neuen Knüppel holen. Echt mal. Habe ich schon... Lange, lange vor und immer noch nicht gemacht. Die Stöcke gehen zurück. Oh, oh,
Jetzt fängt schon wieder mein Hals an. Tollkirsche. Okay, die können wir auch da reinpacken. Die Wegwarte auch. So. So, meine lieben Zuschauer, das wäre es jetzt erstmal für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch allen fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch schon auf eure Kommentare unter dem Video und sage jetzt erstmal Tschüssi für heute. Macht's gut, bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal, eure Marietzel.